Hallo. Grüß Gott. Hallo, freue mich. David Goss, mein Name, von Servus TV. Geht's? Ganz ehrlich, ja. Ein altehrwürdiges Tor. Servus, hallo, meine freue Feierung. Mich. Grüß Gott. Sehr gut. Das ist der Thomas, der Kameramann. Hallo, servus. Der Christian am Ton. Sehr lieb. Ich bin der Götz, Barneburg. Ganz einfach. Herzlich willkommen. Mein Hund wird euch auch nichts tun. Der ist ein ganz braver. Komm. Herzlein, siehst du, zeig, dass du dich auch ordentlich benehmen kannst. Und Sie sind ein echter Baron? Na ja, ich bin auf jeden Fall ein Freiherr. Ein Freiherr? Ja, ich bin ein Freiherr, weil ich sehr gern frei bin. Freiherr, Freiherr. Und gern frei bin, ja. Und das macht Spaß. Und da versuche ich, eine Art Refeudalisierung meiner Person vorzunehmen, sozusagen. Aber nur allein und hier im Walde. Refeudalisierung. Richtig, richtig. Was meinen Sie damit? Naja, wir waren einmal so reichsunmittelbar und haben, man muss sich das alles sehr viel größer vorstellen, und haben einmal in deutschen Landen eben sehr schöne große Besitzungen gehabt. Mhm. Und deshalb sage ich, ist das eine Refeudalisierung auf klein. Mhm. Auf eine sehr süße, kleine, schöne, wunderbare Waldvilla. Mhm. Und die meine Frau als Großunternehmerin hier betreibt. Und ich stehe zur Seite und freue mich, dass ich seit kurzem in Pension was zu tun habe, sozusagen. Man kann also auch als Baron im 21. Jahrhundert bestehen? Ja, man muss immer bestehen. Das ist eigentlich, ist das eigentlich nur ein Hobby, das zu sein. Wir leben im republikanischen Österreich. Ich bin ein Doktor der Philosophie und philosophiere halt darüber nach. Und irgendwo ist es natürlich ein Spaß, den Menschen auch zu zeigen, das haben die Altvorderen einmal so gemacht und ich mache es auch so, weil es mir so beliebt und weil es mir eben so Spaß macht und weil es auch so angenommen wird. Ich bin von Menschen umgeben, großteils denen das auch Freude macht und die da gerne herkommen. Und Sie sind sehr stilecht gekleidet. Naja, das ist eigentlich praktisch. Nein, das ist nicht nur stilecht, sondern das ist auch den Gegebenheiten angepasst. Das sind Galoschen, das sind Gamaschen, damit wird man nicht nass. Mhm. Und das ist einfach praktisch. Meine große Liebe auch hier, das ist meine. Die hat auch einen sehr, sehr lustigen Namen. Die heißt zum Beispiel Cara, Amalia, Rusalka, Großherzogin zur Brandenburg, innerhalb des Zaunes nur. Deshalb habe ich mich früher bei der Dame auch so entschuldigt. Ich habe gesagt, bellen darf sie nur innerhalb der Kara. Schau, zeig einmal den Herrn. Und jetzt sitz einmal. Karelein. Kara, Schatzi. Kara. Kara, sitz. Und komm, Schatzi. Und jetzt zeigst du ihnen. Ja, aber ordentlich. Na. Und. Sind schon sehr gespannt auf das Innere des Forsthauses. Eine Welt innerhalb des Zaunes. Hier herrschen eigene Gesetze. Wer sich auf diese Welt einlässt, betritt einen Raum, in dem die Vergangenheit gegenwärtig ist und auf merkwürdige Weise in die Zukunft hineinreicht. Sage und schreibe 1000 Jahre Ahnengeschichte kann der Freiherr zurückverfolgen. Und so wirkt selbst ein leeres Haus bevölkert von tausenden Ahnen, die leise flüstern, Adel verpflichtet. Da habe ich dann die ganzen Stammbäume und da habe ich die ehemaligen Schlösser, die uns alle gehört haben, und Landkarten aus der Familie. Und da geht's in Ihr Wohnzimmer? Da haben wir ein aus drei Zimmern einen kleinen Salon gemacht, den ich auch wieder mit modernen und alten gemischt habe. Es ist interessant eingerichtet hier. Der Fernseher wird von der Fuchsjagd verdeckt. Ja, das ist noch ein Bild, das ich aus England habe, auch von meinen Ahnen. Und das ist eine Fuchsjagd. Ich habe natürlich auch sehr viele englische Vorfahren und Ahnen. Und das habe ich mir gedacht, das passt. Das ist eigentlich ist das ein Ofen,
Geschichte, die man vor kleine Öfen gestellt hat früher, Kamine. Und ich mag keine technischen Geräte. Und da kann ich immer etwas Schönes schauen. Bevor ich da in eine schwarze Wand schaue, habe ich dann lieber so ein Kunstwerk vor dem Fernseher. Ja, das ist seine Ahnengalerie im Kleinen, aber sehr bedeutende. Das ist ein Stammbaum aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Das ist der berühmte kleine Hess, Konrad Freiherr von Beuneburg, genannt von Bemmelberg. Der war Kriegsrat, Landsknecht und Heerführer, Eroberer Roms 1527. Das ist mein direkter 5-mal Urgroßvater, ein Freiherr von Müller zu Lengsfeld. Mit den Müllers habe ich es überhaupt auf der weiblichen Linie sehr oft. Ich habe die von Müller zu Eichholz und von Müller zu Lengsfeld. Das ist jetzt ganz aktuell, brandaktuell, eine althessische Ritterschaftsstammtafel aus dem Jahr 2002. Da bin natürlich auch ich schon drauf und meine Töchter und alles. Und das ist die Ahnentafel eben meines Ururgroßvaters. Das ist eben eine sogenannte Ahnenprobe, die er vorlegen musste, um eben Kämmerer zu sein beim Kaiser. Ja, da ist das Arbeitszimmer. Das war auch ziemlich zerbombt sozusagen, hat ganz anders ausgeschaut. Und da habe ich einen sehr, sehr, sehr schönen Verbau machen lassen für meine vielen Sachen, weil ich bin als Hobby ziehe ich mich auch noch gerne an und war sehr oft eigentlich im Laufe meines Lebens eben best angezogener Kärntner und sowas, aber ich meine, da kann man nichts dafür, dass wenn man in der Öffentlichkeit öfters auftaucht, ist das halt so. Wie viele Anzüge haben Sie denn? Ja, das ist ungezählt, das geht schon in über 100, 200 werden das schon sein. Sie führen schon ein bisschen so das Leben eines Dandys. Das wird mir nachgesagt, das mache ich auch als Hobby. Wie gesagt, ich habe mich mit mir selbst beschäftigt, mit meinen Ahnen und natürlich kommt anders dazu. Das muss ich zugeben, ob das jetzt eine Marotte ist oder wie immer, oder eine Eitelkeit oder Narzissmus, aber das ist vollkommen richtig, das muss ich sagen, haben Sie mich vollkommen richtig erkannt. Wenn man sich so stark auf die Vergangenheit bezieht, so wie Sie, läuft man da nicht vielleicht auch Gefahr, irgendwie stecken zu bleiben in der Vergangenheit? Nein, das bleibt man nicht. Das kann man nicht. Also ich kann nicht stecken bleiben, sondern ich kann ja nur meine Wurzeln dort finden, herfinden. Und aus den Wurzeln wächst wieder was. Und daher ist das kein Stecken bleiben, sondern ein Wachsen. Jetzt bin ich schon im Baum da irgendwo und verdorre schon langsam und werde dann auch wahrscheinlich irgendwann mich vielleicht erneuern wieder oder sonst was durch meine Gene und meinen Nachkommen. Aber ich bleibe nicht stehen und habe es auch nie versucht oder bin es auch nie in meinem Leben, sondern habe immer vorwärts geblickt und habe versucht, aus dem etwas zu machen, also auch, was ich bekommen habe. Weil ich da hinten ein schönes Bild sehe, würde mich abschließend noch interessieren, was für Sie Liebe ist. Liebe, die habe ich erst wirklich eigentlich auch erst im späten Alter kennengelernt. Und das ist jetzt das, was mich mit meiner jungen, süßen Frau verbindet. Das ist eine Ergänzung, eine Totalergänzung, sowohl in körperlicher Hinsicht als auch in geistiger, als auch in den Interessensphären und in der gegenseitigen Achtung und in der gegenseitigen Fürsorge, die wir haben füreinander. Kurz gefasst, Vertrauen, Achtung, Fürsorge und eine kräftige Portion Erotik.